Ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Build. Einigen von euch ist es bei meinem letzten Let's Build aufgefallen, dass meine Stimme doch reichlich merkwürdig geklungen hat. Deswegen möchte ich mich dafür jetzt nochmal entschuldigen, falls jemand nicht weiß, was ich damit meine. Hier oben rechts ist ein, also wenn ich mich drehe, dann verschwindet das natürlich immer weiter nach rechts oben, ist ein Video, das ist eine Verlinkung zu dem Video, zu dem gleichen Let's Build wie das hier, nur dass ich halt da etwas mit meinem Mikrofon rumgespielt hatte und deswegen so ein bisschen die ganze Sache sich seltsam anhört. So eine Mickey-Maus-Stimme habe ich da. Das war so eine Einstellung. Ich hatte dann schnell das Video noch hochgeladen, da ich los musste und da ist das halt so passiert. Also falls irgendjemand sich dafür interessiert, da oben rechts einfach auf das Video klicken. Ja, was ich euch in dem Video eigentlich zeigen wollte, war der Wasseraufzug in der Version 1.8 im Minecraft Beta 1.8 Release und ich hatte das vorbereitet und eigentlich hatte ich nicht über die Stimme geredet, was ich neu machen möchte in meinen Bild, sondern ich möchte euch sozusagen jetzt bei solchen Sachen, wo die Redstone-Schaltung wirklich das Ausschlaggebende ist, nur die Technik dahinter zeigen, euch ein bisschen was erklären, kleinere Let's Builds mit reinpacken und das Ganze dann so laufen lassen. Ja, es ging um einen Wasseraufzug, so wie er früher auch schon mal funktioniert hat, mit einem Boot. Früher war das so, dass dann hier hinten an der Kante von der Wand war nochmal eine Wasserquelle und dadurch wurde das Boot nach oben katapultiert oder es war halt ein Wasserfall und da ist das Boot reingefallen. Heutzutage gibt es Pistons und Schalter und Redstone und deswegen machen wir das jetzt alles mal so. Ich wollte euch noch was Lustiges zeigen, was mir aufgefallen ist, wenn man nämlich im Kreativmodus unterwegs ist und nur, egal von welcher Entfernung, glaube ich sogar, das Minecart oder das Schiff anvisiert und Rechtsklick macht, oder muss ich nur ein bisschen näher, auf jeden Fall eine sehr weite Entfernung, kann man sogar schon einsteigen, genau hier. Über eine unglaublich weite Distanz. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das jetzt zurzeit so ist. Weil das erste, was ich euch zeigen wollte, und das zweite ist, ich habe hier zwei Schalter. Der eine ist, ich muss mal Tag machen. So. Der eine Schalter ist für Hochfahren, der andere Schalter ist für Runterfahren. Also, falls das Boot gerade oben ist, ihr seht das, hier durch die Schilder wird das Wasser auf diesen einen Punkt hier gelenkt. Hier hinten ist kein Wasser, wenn ihr das so seht. Und durch die Schilder, die ich da oben befestigt habe, wird es auf den einen Punkt. Da habe ich einen Knopf zum Ausmachen, einen Knopf zum Anmachen. Und das bewirkt, dass das Schiff immer hoch und runter fährt. Ich zeige euch, was hier oben verbaut ist. Und zwar ist das ein Piston, der das Wasser hier durchlässt. Also das eine Fläche Wasser, der lässt das dann hier durch, das fließt hier runter. Dadurch, dass hier die Schilder sind, hier und hier, wird das Wasser nach vorne geleitet und fließt nur an diesem Punkt hier durch, nach unten. Und das drückt das Boot so in diese Ecken rein und es klitscht sozusagen nach oben. Es ist eigentlich theoretisch Bug, den man ausnutzt, aber halt ein Let's Build und da es mit der Version 1.8 funktioniert, total super. Ja, man hat hier also eine 4x4 Wasserfläche, diese zwei Schalter. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das Ganze verkabelt habe. Und zwar habe ich hier hinten. Hier ist der Schalter drunter. Ich fliege hier mal durch, zeige euch das. Hier ist der Schalter, es geht hier rein. Ich habe das hier hoch und hier ist eine senkrechte Übersetzung. Einfach mit Torches gemacht. Ich kann euch das hier nochmal zeigen. Ich mache das jetzt genauso wie in dem anderen Let's Build, ich weiß. Und dann habt ihr von hier hinten zum Beispiel mit dem Knopf oder meinetwegen auch mit Redstone und dann hier der Knopf dran. Ist eigentlich relativ egal, von wo es dann kommt, das Signal. Und wenn ich jetzt, ihr seht, die Fackel hier unten ist an, und wenn ich jetzt hier oben eine Fackel draufsetze, ist die aus. Wenn ich jetzt nochmal einen Stein drauf mache, ist wieder eine Fackel, die an ist. Es ist also genauso wie bei den normalen Übersetzungen, die vaginal waagrecht gehen, auch senkrecht möglich, diese Übersetzungen zu machen. Und bis halt zu diesem Punkt, wo dann eine Fackel ist, die aus ist, hier habe ich das, das ist halt einmal an, einmal aus, einmal an, einmal aus. Und wenn ich jetzt unten einmal auf den Knopf drücken würde hier oben hier ein Signal ankommen und würde hier weitergeleitet werden. Hier habe ich das gleiche von oben auch hingebaut mit dem Knopf. Ihr seht das. So, ich muss das wieder zumachen. Wenn ich den Knopf drücke, wird hier das Signal runtergeleitet, kommt hier an und wird auf diesem Block hier gespielt. So, auf der anderen Seite habe ich eigentlich genau das gleiche gemacht. So, wo ist hier der Eingang? Da. So, ich klopfe hier mal die zwei Steine weg. Hier ist der andere Knopf. Habe ich jetzt das Boot kaputt gemacht? Warum habe ich denn das Boot kaputt gemacht? Okay, hier ist der andere Knopf.
Und der geht hier durch, geht hier hoch, wird auch über diese Übersetzung, die ich euch da hinten gezeigt habe, nach hier oben geleitet. Das Signal kommt hier an, wird hier weitergeleitet und geht in diesen Stein rein. Hier habe ich noch ein Schaltungssystem, das ist ein, ja, Entweder-Oder. Schaltungssystem halt für Knöpfe, so würde ich das jetzt mal nennen, entweder oder. Da sind dann Knöpfe dran. Also ich habe jetzt hier oben auch Knöpfe dran gemacht, dass ich euch das zeigen kann von der Schaltung her. Normalerweise sind die nicht notwendig, die Knöpfe, da das Signal, da so ein Knopf ja ein einmaliges Signal auf den Stein drauf macht, so wie jetzt gesehen. Und hier drüben halt auch. Und das gleiche kommt halt hier auch über das Redstone. Wenn hier also Elektrizität auf den Stein ausgewirkt wird, wird diese Seite zum Beispiel geschaltet oder halt, wenn von hier aus Strom kommt, wird diese Seite geschaltet. Die Schalter hier sind nur, um euch das zu demonstrieren, genauso wie ich das hier halt machen werde. So. Das zeige ich euch jetzt einfach mal anhand hiervon wieder. Mit einem links, hier muss eine Torch hin, hier auf die Seite muss auch eine Torch. Dann verbindet man das einfach wieder mit Redstone. Und ja, dann kann man zum Beispiel hier bei diesem Redstone einen Pisten hinstellen, kann den hiermit verbinden, somit ist er ausgefahren. Und wenn jetzt von hier ein Signal kommt, wird der Pisten eingefahren und bleibt auch eingefahren. Wenn von hier aus wieder ein Signal kommt, wird der Pisten ausgefahren. Das ist halt mit Knöpfen, was man sonst eigentlich nur mit Schaltern erreichen kann. Genauso gut könnte ich jetzt hierher gehen und könnte hier einen Schalter hinbauen. Mal gucken, ob ich den hier zu schnell finde. Ein Liefer, genau. Und da müsste es aber auch sein. Moment. Hier muss ich drücken. Genau, und damit kann ich den auch ausfahren. Und damit bleibt er aber auch ausgefahren. Okay, das liegt jetzt daran, an diesem Schaltungsding hier. Normalerweise wollte ich euch das zeigen. Genau, hier, Moment. So, dass man halt mit dem Schalter aus- und einfahren kann. Und hier braucht man halt zwei Knöpfe. Einmal zum Ausfahren, einmal zum Einfahren. Und dann kann man so oft bekloppt, kann man so oft spastisch hier drauf hämmern, wie man möchte. Sobald es einmal geschaltet ist, passiert hier nichts anderes mehr. So lange, bis man das Ganze hier drüben resettet. Oder halt hier resettet, je nachdem, welchen Knopf man drücken will. So. Da ich jetzt natürlich einen Knopf zum Hochfahren habe und einen zum Runterfahren, wie ihr das hier sehen könnt. Der eine hier ist zum Hochfahren, der andere ist zum Runterfahren. Damit wird immer dieser Pisten hier geschaltet. So, einfahren, ausfahren. Damit wird entweder das Wasser nach unten geschickt oder das Wasser ist halt nicht in der Röhre drinne. Und wenn ich jetzt mein Boot nicht so unglaublich dumm zerstört hätte, weil ich weiß, wie ich das Boot zerstört habe, was total sinnlos ist, was auch ein Bug ist jetzt von der derzeitigen Version, ich setze hier einfach nochmal ein Boot rein, dann das erste Mal, wenn das funktionieren soll, müsst ihr das Boot ein bisschen rein manövrieren in die Ecke. Ungefähr so. Moment. Immer so ein bisschen hin und her wackeln. Sobald ihr das einmal rein manövriert habt, könnt ihr die Knöpfe drücken. Dann kommt das Wasser von oben. Ihr könnt im Boot drinnen sitzen bleiben und werdet nach oben geschwemmt. So, wenn ihr oben angekommen seid, könnt ihr aussteigen, rausspringen, fertig. Und wenn ihr wieder runter wollt, drückt ihr halt einfach die andere Seite, damit wird das Wasser abgelassen und ihr schwimmt wieder nach unten. So, und warum ist das Boot gerade kaputt gegangen, obwohl ich hinter der Wand stande? Weil es scheißegal ist, ob man hinter der Wand steht oder nicht, das ist priorisiertes Ziel. Also ich kann hier auch durch die Wand in dieses Boot rein, was ich jetzt gerade rausgefunden habe. Das scheint aber noch ein Bug von der Beta zu sein. Und selbst wenn ich schlage, treffe ich nicht die Scheibe erst, sondern ich treffe zuerst das Boot. Was auch seltsam ist. Ich weiß. Aber ist ein Bug derzeit. Also nicht wundern, falls dann später mit 1.8, wenn es fertig released ist, ich denke mal morgen oder so wird das dann so der Fall sein, dann wird das nicht mehr möglich sein und dann braucht ihr auch bei diesem Let's Build das gar nicht mehr zu beachten, was ich gerade gesagt habe. So, ich baue meine Schaltung wieder auf, das wird irgendwann demnächst wieder gesprengt, so wie ich in Zukunft alles sprengen möchte, was ich irgendwann mal gebaut habe. Ich bin damit jetzt hier raus. Ich hoffe, ihr habt die Schaltung einigermaßen verstanden. Es ist eigentlich zweimal das gleiche Prinzip, um die Schaltung nach oben zu führen oder von oben nach unten wieder. Und das von beiden Seiten geht hier in so einen Switch rein, wird dann hier hochgeführt, geht an den Pisten. Der Pisten schaltet sozusagen das Wasser wird hier weitergeleitet, geht hier diesen Gang runter, blam, bums, bums, wie die bums, und fährt das Boot hoch bzw. runter, je nachdem, welchen Knopf man drückt. Damit sollte es eigentlich auch schon wieder für dieses Let's Build gewesen sein. Wie gesagt, tut mir leid für den Fail beim letzten Let's Build. Ich wollte einfach jetzt so eine neue Art Let's Build mal einführen, wo ich nicht alles von Anfang bis zum Ende baue. Ich kann ja relativ variieren, da es meine eigene Erfindung ist, diese Let's Builds. Und deswegen wünsche ich euch damit viel Spaß. Im Übrigen,
Was mich noch aufregt, ist, wenn ich die ganze Zeit geschrieben bekomme, das hast du von dem oder dem geklaut, ich habe das vom Kumpel gezeigt bekommen, ich habe ihn heute drauf angesprochen in der Schule und er meinte, ja, er hätte das bei YouTube irgendwo gesehen, aber er weiß auch nicht mehr genau wo. Und ich kann nur das wiedergeben, wovon ich das irgendwann mal gesehen habe. Natürlich kann ich nicht alles selber lernen oder alles mir selber beibringen oder selber rausfinden. Dazu habe ich gar nicht die Zeit. Aber wenn ich irgendwas rausfinde, mache ein Let's Build oder wenn ich irgendwas gezeigt bekomme auf Servern von irgendwelchen Leuten und ich mache dazu Let's Builds, dann habe ich das meistens nicht von irgendwelchen anderen YouTubern geklaut, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich auf YouTube so viel umzugucken, um mir da irgendwelche Ideen zu holen. Wenn das so sein sollte, dann werde ich den Kanal immer mit im Video erwähnen. Und damit bin ich jetzt raus, Sonne geh unter. Ciao, Leute. aufzubauen. Ich hoffe, das hat euch so auch gefallen. Wenn nicht, könnt ihr mir das ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten lustige Daumen nach oben oder Daumen in Po oder Mexiko. Und damit bin ich jetzt hier raus. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.